mein Sohn, der Rechtsanwalt Hans Litten, brachte Adolf Hitler in den Zeugenstand. Und nur 2 Jahre später, unmittelbar nach der Machtergreifung, wurde mein Sohn ein Opfer der Massenverhaftung in der Nacht des Reichstagsbrandes. Das ist Hans Litten. Dieses neue Regime ist auf Sand gebaut. Auf zum letzten Gefecht. Ich erinnere mich vage. Ihr Sohn ist ein Narr, kein Krimineller. Deswegen kümmern wir uns um ihn. Du hast einfach das schlimmstmögliche Verbrechen begangen. Alles nur Gerüchte. Ich danke Gott für Gerüchte. Wirklich? Ja, sie sind schließlich die einzig verbliebene Informationsquelle. Hitler war auf dem besten Weg, Gott zu werden. Und du hast es geschafft. Du hast aus ihm wieder einen gewöhnlichen Mann gemacht, der furzt. Unser Sohn hat ihn geradewegs auf die Hauptstraße geführt. Ein Auge blind. Verletzter Gehörgang. Gebrochener Oberschenkel. Hüfte, Jochbeinfraktur, eingeschlagene Zähne, ausgerenkter Daumen und Zeigefinger, geschwollener rechter Hoden, Läsionen auf Hinterkopf und auf beiden Fußsohlen. Nein. Massive Haftpsychose mit Erschöpfungssyndrom und Symptomen extremer Nervosität. Stark gemacht.